Hallo und willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Heute mal ein bisschen was zur Geschichte. Wer oder was sind Guanchen? Die Guanchen, heißt es, waren die ersten bekannten Einwohner der Insel Teneriffas. Die ältesten Funde stammen aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Die Inseln wurden nach und nach besiedelt und das heißt, die Guanchen waren sehr tüchtige Menschen, arbeiteten im Ackerbau, lebten in Höhlen, selbst auf unwirtschaftlichem Boden bauten sie Terrassenfelder mit viel Erfolg. Die ersten Menschen stammen wahrscheinlich von den Wüstenbewohnern der Sahara ab, so steht es geschrieben. Die Kultur der Guanchen war friedlich und galt als hoch entwickelt. Die Kommunikation war von Insel zu Insel verschieden. Sicher habt ihr schon von El Silbo gehört, die Pfeifensprache von La Gomera. Auch nannte man die Kanarischen Inseln die Insel der Glückseligen in der Antike. Tausende Jahre später, 1402, landete der normannische Ritter Betancourt auf Lanzarote, nahm dann nach und nach alle Inseln ein mit der Hilfe des Königshauses von Kastilien. Alle Ureinwohner wurden ermordet oder versklavt. Auch besuchten die Inseln berühmte Zeitgenossen wie zum Beispiel Christoph Kolumbus. Im Spanischen Cristóbal Colón, der von hier in die neue Welt startete. Viele Seefahrer versuchten, die Inseln den Spaniern abspenstig zu machen, wie Sir Francis Drake und Admiral Robert Blake. Doch die Spanier setzten sich durch und so wurden die Inseln Kanarische Provinz 1821. Hauptstadt war Santa Cruz de Tenerife. Direkt danach folgte der wirtschaftliche Aufschwung. Zuckerrohr, Wein und Bananen war der Exportschlager. Doch beendete der Erste Weltkrieg diese Geschäfte und viele Inselbewohner flüchteten vor der Armut nach Lateinamerika. So, das war so ein Reinschnuppern in die Geschichte der Kanarischen Inseln. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns natürlich morgen wieder.